Naja, es ist ja, ich glaube, schon das 11. Mal, dass wir dieses Symposium machen. Und ich finde, es ist ein sehr gelungenes Format. Die Zusammensetzung von theoretischem Impuls, Methode, philosophischer Überbau. Es geht ja um das Thema Kommunikation im Wandel. Mittlerweile ist die Veränderung eine Konstante und die Menschen wissen nicht mehr, wohin. Und da ist es auch unsere Aufgabe, da hier Bilder und Anker zu schaffen, dass man auch wieder weiß, wohin die Reise gehen soll. Die Kernfrage für mich ist der Umgang mit Widerstand. Also Widerstand entsteht ganz häufig in Beziehungen, die nicht funktionieren. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man ihn schlichtweg einfach ernst nimmt und dass man genau hinschaut und sich nicht zufrieden gibt mit vorschnellen Schlüssen. Design Thinking ist eigentlich mehr eine Denkweise oder eine Art, Probleme anzugehen, als eine Methode. Und zwar, dass die Probleme nicht von Experten nur definiert werden, sondern auch von Nutzern. Und dass man versucht, die Nutzerperspektive eigentlich in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist relativ radikal. Kommunikation spielt eine ganz konkrete Rolle natürlich und eine essentielle Rolle in Veränderungsprozessen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das Gegenüber ins Boot holt. Die Leute, die die Veränderung treffen, müssen natürlich auch die Motivation haben, das mitzutragen. Und ich glaube, das Learning ist immer nicht nur von der eigenen Perspektive ausgehen, sondern sich in das Gegenüber hineinversetzen. Und das geht eben am besten auch mit Kommunikation. Es war super, es war sehr inspirierend, es war so eine wunderbare Bandbreite von Themen. Und was ganz spannend war, war einfach der Austausch nach den Vorträgen.